Der nächste Baustoff, den wir auf dem Programm haben, ist ein Lochziegel, wo eine Schwerlastbefestigung immer wieder ein Problem darstellt. Hierfür gibt es aus unserem Haus unseren Verbundmörtel. Wir haben jetzt hier in dem Lochziegel schon mal eine Bohrung vorbereitet. Wir bohren also ein Loch, was ganz wichtig in allen Schwerlastbefestigungen ist, dass das Bohrloch staubfrei sein muss. Hierfür haben wir die Ausbläser im Programm. Es wird vorgeschrieben, dass das Bohrloch zweimal ausgeblasen und zweimal ausgebürstet werden sollte, bevor die Schwerlastbefestigung eingesetzt wird. Das heißt, reinigen das Bohrloch mit der Bürste und dem Ausbläser. Jetzt wäre es ja so, dass wir den Verbundmörtel direkt in den Stein einbringen könnten, würden aber sehr viel von der Verbundmörtelmasse verlieren durch die Lochung in dem Stein. Hierfür gibt es die sogenannte Siebhülse, die in das Bohrloch eingebracht wird. Und wir füllen diese Siebhülse mit dem Verbundmörtel. Als nächstes nehmen wir dazu unsere Gewindestange mit der Setztiefenmarkierung, die wir dann mit drehenden Bewegungen in die Siebhülse einsetzen. Man sieht jetzt sehr schön, wenn man in den Stein reinschaut, dass der Mörtel sich aus der Hülse rausgedrückt hat und nach einiger Zeit aushärten wird. Die Aushärtezeit für den Mörtel sind jeweils auf den Kartuschen registriert. Als Beispiel haben wir jetzt ungefähr eine Raumtemperatur von 20 Grad und hierfür beträgt die Aushärtezeit ca. 45 Minuten, die wir dafür ausgeben. Danach ist das Bauteil belastbar. Wir bringen danach, nach der Aushärtung, unser Bauteil an, eine Unterlegscheibe und unsere Mutter. Ganz wichtig ist bei der Befestigung ein Drehmomentschlüssel, der nach den dementsprechenden Vorgaben eingestellt werden sollte und dann erst angezogen wird.